Es gibt Forschungsprojekte, deren Datenumfang die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft sprengen und die mit den bewährten Methoden der wissenschaftlichen Analyse an die Grenzen des Machbaren stoßen. Professor Meyer vom Heidelberger Kirchhoff-Institut für Physik muss eine solche Aufgabe bewältigen. Der Co-Direktor des europäischen Human Brain Projects will zusammen mit einem weltweit vernetzten Team von Wissenschaftlern neue Wege gehen beim Versuch, das menschliche Gehirn vollständig zu simulieren. Es gibt in gewisser Weise einen anderen Weg, den man beschreiben kann, wenn man diese Systeme untersuchen möchte, indem man sagt, ich möchte diese Abstraktion nicht machen, ich möchte auch nicht mit Zahlen rechnen, sondern ich möchte in gewisser Weise ein Modell bauen, ein Modell, das ich aber manipulieren kann, an dem ich herumdrehen kann, an dem ich Parameter ändern kann, um auf die Art und Weise sein Verhalten zu verstehen. Mit der Rechenkraft heutiger Supercomputer ist derzeit schon vieles möglich. Aber man braucht dazu immer noch Computer, die ganze Industriehallen füllen. Und selbst dann kann nur ein Teil der gewonnenen Daten sinnvoll analysiert werden. Nach heutigem technologischem Stand würde die vollständige Simulation eines Gehirns wohl Jahrzehnte benötigen. Neben dem Zeitfaktor gibt es weitere Schwachstellen bei den binären Rechnern. Ein Megacomputer dieser Größe verbraucht mehr als 1 Milliarde Watt, um eine Gehirnsimulation zu realisieren. Fällt bei diesen Berechnungen nur ein Bauteil aus, sind große Teile des Systems lahmgelegt. Großer Zeitverlust und hoher Energieverbrauch, das sind schlechte Voraussetzungen für die Analyse eines solchen Datenuniversums. Dabei liegt die Lösung des Problems auf der Hand. Künstliche neuronale Netze. Also um eine einzelne synaptische Übertragung zu berechnen, numerisch zu berechnen, braucht man sowas wie ein Joule. In unserem Kopf brauchen wir für dieselbe Operation 10 hoch minus 14 Joule. Das sind 14 Nullen, 14 Nullen hinter dem Komma. Und Sie sehen schon, dass diese normalen Computer, diese programmierbaren Computer, große Probleme haben, wirklich solche Berechnungen durchzuführen. Dieses System, was Sie hier sehen, das verwendet immerhin schon nur noch 10 hoch minus 10 Joule. Das heißt, es ist immer noch 10.000 Mal schlechter als die Biologie, aber um einen riesigen Faktor besser als die klassischen Computer. Für die umfassende Simulation eines Gehirns ist die Energieersparnis eines neuronalen Netzes unabdingbar. Die Konstruktionsweise neuronaler Netze ähnelt der des biologischen Vorbildes immer mehr. Die Physiker nutzen die effiziente Informationsverarbeitung des menschlichen Gehirns. Sie simulieren die Datenübertragung von Neuronen und Synapsen mit Transistorschaltungen. Statt langsamerer Ionen fließen in der physikalischen Kopie die schnelleren Elektronen. Die Zellwände werden durch Widerstände nachgeahmt. Eine solche elektrische Schaltung ist die Grundlage für die Informationsverarbeitung des neuromorphen Computers. Allerdings berechnet dieser Computer keine Formeln. Er speichert Sequenzen einzelner Ereignisse und bündelt sie zu einer Gruppe. Ein neuromorpher Computer assoziiert und lernt ständig dazu. Das macht ihn sehr schnell. Wir wissen, dass zum Beispiel die Lernprozesse in Synapsen mit einer Genauigkeit von etwas besser als 1 Millisekunde ablaufen. Das ist etwas, was wir haben müssen, um am Ende über Tage oder Monate oder Jahre zu lernen und Entwicklung zu machen. Und das kann man aus grundsätzlichen Gründen auf konventionellen Computern nicht simulieren. Die einzige Chance, diese verschiedenen Zeitskalen, wie wir sagen, in den Griff zu bekommen, ist es, solche Systeme zu verwenden. Das Datenvolumen des Human Brain Projects ist gigantisch. In diesem Meer von Informationen verstecken sich noch viele Muster, die mit konventionellen Algorithmen nur schwer zu finden sind. Ein neuromorpher Computer ist in der Lage, die Daten aus herkömmlichen Computerberechnungen miteinander zu kombinieren. Diese Fähigkeit kann den Wissenschaftlern noch viel mächtigere Analysemöglichkeiten bieten. Lern- und Entwicklungsprozesse, also alles das, was langsam ist, das können wir auf unseren Systemen ganz besonders gut untersuchen. Und ich glaube, es sind die Lernprozesse, die am Ende das Gehirn wirklich spannend und interessant machen. Es ist nicht so sehr, dass man jetzt einfach nur verstehen möchte, da gibt es irgendwelche Feuermuster, irgendwelche Aktivitäten und die möchte ich nachahmen. Das fände ich relativ langweilig. Wenn wir aber verstehen, wie wir aus Daten lernen und wie wir in der Lage sind, dann aus diesen Daten Vorhersagen zu machen, dann, glaube ich, haben wir einen wesentlichen Schritt vorwärts gemacht.
Für die Heidelberger Physiker ist die Entdeckung unbekannter Muster nicht mehr elementarer Bestandteil ihrer Forschung. Ihre Hardware-Entwicklung ist lernfähig und ehrgeiziger. Sie soll eines Tages nicht nur das Muster erkennbar machen, sondern auch vorhersagen, wann es noch einmal entsteht.